Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde. Mein Set, genau. Gott, hab vergessen eben, was das war. Genau, mein Set. Ja, wir sind gerade gespawnt und hab ich ja noch nie gesehen hier. Sieht ja interessant aus. Sieht so aus, als würde was hier sein. Zum Beispiel eine Brücke. Interessant. Sehr interessant. Ja, immer noch ohne Shader Pack, also ohne Shader Mod, aus dem Grund, weil ich die Folge hier, kurz nachdem ich die Folge von gestern oder von die letzte Folge halt, kurz nachdem ich die gemacht habe, habe ich gleich wieder die angefangen. Also ich hatte noch gar keine Zeit, irgendwas zu machen. Ja. Also ich bin einfach respawned und habe noch neu angefangen. Aber wir hatten ja gesagt, wir brechen die Aufnahme ab, sobald ich gestorben bin, damit es auch spannend wird. Und, ja, boah, fast da runtergesprungen, ey. Gibt's hier eigentlich vielleicht sowas wie eine Kiste oder so? So eine versteckte? Nee. Na gut. Oh! Nice, das sieht interessant aus. Der Leuchtturm, die Mauer, oh, Häuser. Ah, ist das so eine Hauptstadt, kann das sein? Sieht ein bisschen so aus, ne? Hab ich noch nie gesehen, sowas Großes. Ich habe immer nur so kleine Dörfer abgecheckt. Mhm. Interessant. Oh, und da ist gleich jemand. Ah, ich hasse Menschen. Ja, dann gehen wir erstmal in den Leuchtturm. Mann. Ja, solange nichts passiert, kann ich immer wieder Fragen beantworten, damit es nicht so langweilig wird. Könnt ihr mir weiterhin Fragen stellen in meinem Fragevideo. Link in der Beschreibung. Da könnt ihr alles Mögliche stellen. Ach, da kommt gleich der Nächste. Ah. Ich warte mal kurz. Ja. Okay, Let's P. Buckets fragt, was würdest du machen, wenn ein Meteoritenhagel kommen würde? Let's Play von machen, würde man sagen. Oh, da ist ein knallharter Killer mit Holzschwert. Komm, der hat gerade Leben verloren. Den knacken wir. Aber ist sogar eine Sie. Ich mag zwar, also ich hab zwar nichts gegen, also ich schlag zwar ungern Mädchen, aber obwohl, das ist der mit mir in der Lobby war. Oder S. Boah, kloppen wir uns hier. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch nicht. Egal. Nochmal. Respawn. Mensch, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Ja, egal. Das ging mir jetzt zu schnell. Da würde ich gerade eine neue Folge anfangen. Ah, schon wieder was Neues. Mensch, das freut mich aber. Nee, ist an sich cool, dass was Neues ist. Ich laufe jetzt mal nach in diese Richtung. So, ja, was würde ich machen, wenn Meteoritenhagel kommt? Weiß nicht, filmen und auf YouTube stellen. Wenn es mich erwischt, dann filmen und auf YouTube stellen. Ja, wenn es halt so ein schlimmer Meteoritenhagel wäre, der die Welt im Arsch macht, dann filmen und auf YouTube stellen. Klicks. Wenn die Apokalypse ausbricht. Ne? Genau. Er fragt noch, hey, was hältst du von dieser erster, zweiter Kommentare? Ja, hasse ich. Aber ich hasse noch mehr die Leute, die darauf eingehen. Ignoriert so einfach. Irgendwann hört's auf. Dann sind wenigstens nur die Kommentare erster, zweiter und dann war's das. Statt irgendwie nur 1000 Leute, die sich darüber beschweren. Weißt du? Das finde ich am schlimmsten. Deswegen einfach nicht ignorieren. Einfach ignorieren. Einfach nicht beachten, wollte ich sagen. Genau. Ja, er fragt noch, kennst du die Hive-Server und magst du ihn? Dieses Hive-Server? Ach so, Minecraft-Hive-Server, da gibt's ja irgendwas, ne? Glaube ich. Habe ich mal mitbekommen. Irgendwas? Nee, kenne ich nicht. Nee, sorry. Was jetzt von diesen YouTube-Hatern, die wegen jeder Kleinigkeit haten? Ja. Was soll ich von halten, ne? Gibt Geileres? Also, nee, ist nicht so meins. Ja, okay, ist eh keine Kiste. Gut. The Wolf Avenger fragt, ich habe eine Idee für ein neues Projekt für dich, eine Map von Hypixel, eine Adventure-Map, da der Link zu... Okay. Ja, mit Link und so. Ja. Mhm. Ja, Adventure-Maps habe ich lange nicht mehr gemacht, ne? Konnte ich natürlich mal wieder machen. Ja, danke für den Vorschlag. Ich kann es einfach mal, googeln. Danke dafür. DreamyLP fragt, ich habe ein paar Themen, die ich mich nicht traue anzusprechen. Mhm. Aber ich habe ein... immer dieses entfernen genehmigen Schild davor. Ich habe ein... Boah, sorry, ich kann es nicht lesen. Warte, ich muss mal kurz im Wordpad
So, jetzt kann ich es lesen. Ich habe ein paar Themen, die ich mich nicht traue anzusprechen, aber ich habe einen Notizzettel neben der Tastatur liegen, auf die ich mir immer tagesaktuelle Themen schreibe. Versuch mal einfach die Nachrichten, die dich am meisten ansprechen, auch in deinen Let's Plays anzusprechen. Und über diese findet man den meisten Gesprächsstoff. Entschuldigung wegen der Rechtschreibfehler. Ich habe den Text auf dem Handy verfasst. Ja, Nachrichten gucke ich. Also, ich weiß nicht, ob euch das so interessiert, wenn ich über Nachrichten quatsche. Ja, Nordkorea ist geil. Nordkorea geht's ja ab. Schuldenkrise, Zypern. Obwohl Zypern ist schon ein bisschen alt jetzt. Ein paar Wochen alt. Ja, aber ich weiß nicht, ob euch das so interessiert, wenn ich darüber laber. Ja, wir werden bald alle bebombt von Nordkorea, wisst ihr Bescheid. Jo, aber Dreamy LP, kannst du ja nochmal trotzdem die Fragen schreiben, die du dich nicht traust anzusprechen, denn wer weiß, vielleicht sind es ja gute Themen. Ansonsten ignoriere ich es einfach. So, Apple Force TV fragt, fühlen uns wie helfen Serum Leffe und ich. Ach so, der hat, glaube ich, aus meinem DayZ Blues das hier verfasst. Was ist mit Serum und Left passiert? Sind sie tot? Mit Serum spiele ich ja noch aktiv, DayZ. Mit Left, mit dem haben wir nicht mehr so viel zu tun. Mit dem hatten wir so ein bisschen Auseinandersetzung. Jetzt nichts Ernstes, aber wir spielen einfach nicht mehr so miteinander. Wir haben, also mit Serum, wie gesagt, bin ich noch aktiv. Mit dem verstehe ich mich auch super. Mit Left einfach hat sich auseinandergelebt ein bisschen. Mehr war das eigentlich nicht. Jo. Und zwei Fragen kannst du vielleicht mal aufzählen, wenn du so aus alten Zeiten kennst. Ach, wen ich aus alten Zeiten kenne. Comicschreiber etc. Ich merke, Mr. Cobra LP und ich machen was Aktive. Wie siehst du das? Mr. Cobra LP fällt mir auch auf, dass der viel kommentiert. Du auch, Apple Force TV und Chill Chaos LP. Das sind so die Leute, die mir am meisten auffallen. Kommentieren einfach am meisten. Danke dafür. Ich find's immer. Was macht der denn? Das denn für einer? ich finde es aber toll, so Abonnenten zu haben, die einen, die wirklich treu sind und das finde ich super. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe hier rosenrot fallen lassen. So, ein Mädchen, ein Rösen anscheinend. Jo, Rammstein. Jo, nee, dass ich jetzt wegen Copyright irgendwie gefickt werde von YouTube. Davor müsste man nur mal so den Satz sagen, irgendwie von so einem bekannten Lied, schon wird man irgendwie gesperrt von YouTube. Irgendwann passiert das mal, ich wette es. Also eher von der GEMA, nicht von YouTube. YouTube selber kotzt das ja auch an, dass man, oder dass die GEMA da so streng ist. Aber die GEMA, das ist halt scheißegal, die wollen halt Kohle machen, ne? Ja, was geht? Ich guck mich nur um. Hat er mich gesehen? Nee, okay, noch nicht. Könnten angreifen, aber ich bin kein Er wird mit Schneewellen beworfen oder was? Ich würde hier keinen angreifen. Also es bietet sich gerade so geil an. Wir sind auch zwei. Ich mal gucken, was die so machen. Nee, ich bin kein aggressiver Mensch. Ich blocke lieber. Warum hat er da was fallen lassen? Wieso sammelt er das nicht auf? Dann nehme ich's. Wasser, sehr schön. Warum nehmen die das nicht alles mit? Naja. Ansonsten fällt mir jetzt spontan keiner an, außer diesen drei, die immer kommentieren. Aber gibt genug. Also, wenn ich nur ein bisschen länger drüber nachdenken würde, dann würde mir auch welche einfallen. Aber so viel Zeit habe ich jetzt nicht, um die ganze Zeit hier nachzudenken. Ich will keinen Ärger, Leute. Ich will hier nur spielen. Und euch die Sachen wegklauen. So. Mal kurz Höschen ausziehen. So. Boah, drei Leute. Und ich bin noch nicht tot. Das ist ja unglaublich. Okay, komm. Mit denen nehmen. Oha, das sind die schnell. Das gibt's ja gar nicht. Na. Komm.
Was? No account found. Register and at. Okay, der ist auch freundlich. Register at what? Register at Shotbow, net restart earning XP. Ach ja, ich will keine Kids, ich will keine Klassen, ich will einfach nur überleben hier. Würde ich mal sagen, oder? Aber ich habe mich noch registriert, aber nicht bei dieser Showbow.net, sondern auf der meinen Setseite. Naja, egal. Gut, The Wolf of Angel fragt, wieso kommen keine Rainer-Videos mehr? Mir fehlen ganz einfach die Ideen. Ich bin aber, es ist gerade ein bisschen auf Eis gelegt, aber ich bin dabei, einen Rainer-Film zu drehen. Rainer, der Film, bevor die Welt uns kannte, heißt der. Habe ich auf Facebook auch schon mal Titelbild gepostet. Und der ist auch in Entwicklung, ist ungefähr 35% fertig. Aber momentan ist er ein bisschen auf Eis, weil ich gerade ein anderes Projekt nebenbei laufen habe, bei dem ich aber nicht sicher bin, ob es durchgesetzt wird. Aber wenn es durchgesetzt wird, dann wird es reinhauen. Aber kann ich sonst noch nicht so viel zu sagen. Aber deswegen bin ich gerade von dem Rainer-Projekt ein bisschen abgelenkt. Aber ansonsten fehlen mir einfach die Ideen, um so Kurzfilme zu machen. Vielleicht fällt mir irgendwann was wieder ein. Ich brauche immer so für verschiedene Projekte verschiedene kreative Phasen. Und wenn da eine mal irgendwie nicht wiederkommt, dann geht da leider nichts. Wäre auch keinen totalen Nonsens da bringen. Deswegen, irgendwann kommt es mit Sicherheit wieder. Und wenn nicht, dann halt der Rainer-Film. Der aber auch noch ein bisschen dauern könnte, kommt drauf an. Ich habe immer so Phasen, wenn ich dann auf einmal, kann sein, dass ich von heute auf morgen oder von, ich muss mal kurz Pause machen, einen Moment.